Ich mag zum Beispiel Mercedes gar nicht. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil... Nicht Sex. Ich habe mich jetzt auch... Das stimmt. Also ich bin ja schon immer, ich liebe ja Audis. Also viel mehr als BMWs oder Mercedes oder sowas. Hi, minasan, konnichiwa, Rena desu. Kyo wa ryoushin to issho ni douga wo toritai to omoimasu. Taka ga 両親の車のブランドの印象について聞いてほしいと言われましたのでブランド私の両親はどんどん日本語が上手になるので私は言ってることは全部把握してるっぽいドイツのブランドと日本のブランドについてなのでこの動画はお楽しみください Taka möchte, dass ich euch über eure Meinung zu unterschiedlichen Automarken frage. Mhm. Natürlich, unsere Zuschauer nicht nur wissen wollen, was ich über diese Marken denke, sondern einfach auch so, was andere deutsche, überdeutsche oder japanische Automarken so denken und assoziieren. Einerseits, was ihr gerade für ein Auto fahrt und warum und dann auch noch, was ihr so in der Vergangenheit für Autos gefahren seid. Ja, also zurzeit fahren wir einen Hyundai i30. Das ist ein koreanisches ja. Auto. Warum? Weil es günstig war und weil es zuverlässig. Als ich es gekauft habe, wusste ich ja nicht, ob es zuverlässig ist. Mhm. Da schien es nur zuverlässig, okay. Weil man also wenig darüber gehört hat, dass es irgendwie nicht gut wäre oder so. Mhm. Also von daher war das ein Punkt zu sagen, okay, ich kaufe dieses Auto. Vor allem es hatte verhältnismäßig kompakte Maße. War das ein Neuwagen? War ein Neuwagen. Und wie lange fährst du den schon? Oh, viel zu lang. keine Ahnung. Wann haben wir den gekauft? Weiß ich nicht mehr. 15? Aber 10 Jahre bestimmt. So lang noch nicht. Schon lang. Also es hat jetzt knapp 100.000 Kilometer drauf. Mhm. Und hat noch, genau, und noch keine Reparaturen so groß. War nichts bis jetzt. Gar nichts, nein. Also seid ihr denn sonst noch so gefahren? Seat. Was ist das? Gehört zur VW. Okay, zum VW-Konzern. Yes. Alles gehört zur VW. ja. Der Fabia hat Skoda. Skoda. Gehört auch zu VW. Tschechisch? Okay. Ich weiß es nicht. also Skoda, bla bla bla. Wir hatten schon einen Mitsubishi-Bus. Ein Mitsubishi-Bus. Mit dem seid ihr gefahren. Da sind wir immer zur Oma gefahren mit dem Bus und in den Urlauben. Okay. Und davor hatten wir auch einen Mitsubishi. Dann, hatte ich über die Firma noch den Opel Zafira. Was ist denn Seat? Auch, haben wir gerade gesagt, Spanisch. Spanisch. Genau, das VW. Ist das mit den mehreren Streifen. Ja, genau. Das Logo. Ja. Okay, dann können wir einfach mal anfangen mit dem Mitsubishi. Weil du gesagt hast, ihr habt zwei Mitsubishi gehabt. Mhm. Waren die gut? Ja, die waren zuverlässig. Und für damals auch viele zusätzliche Sachen, die deutsche Autos eben noch nicht anbieten oder du teuer zahlen musstest zusätzlich beim Kauf. Zum Beispiel? So diese Fensterheber elektrisch oder Sitzheizung. Autositzheizung und so Sachen. Mhm. Ja, das war bei vielen japanischen und auch anderen asiatischen Autos war das dann oft drin und die Preise waren dann eben vergleichbar, aber die Ausstattung war besser. Ja, mhm. Und genau. Und die Preise waren sogar günstiger als die, als die von deutschen Autos. Mhm. Von daher war das immer eine gute Alternative und die Autos waren... Und du würdest sagen, japanische Autos, die haben gute Qualität und das ist so deine... Dein Eindruck davon. Ja. Asiatische Autos auch. Also auch keine Ahnung, Daihatsu oder wie gesagt, Koreaner genauso. Ja. Auf die kann man sich mit Sicherheit auch sehr verlassen. Auf indische Autos, Tata oder so. Ich weiß nicht so genau. Und auch chinesische Autos nicht. Nicht so nicht wirklich, ja. Nee. Genau. Können sich jetzt ändern mit den Elektroautos. Meinst du? Ja. Japanische Automarken kennt ihr denn? Ich zähl mal auf, was dir so einfällt. Wenn du mir sagst, also wie gesagt, Daihatsu und Toyota, Nissan, Mitsubishi auch japanisch. Ja. Mitsubishi, aber ich glaube, das war es dann auch. Ja. Naja, du kennst noch mehr. Honda. Oh, Honda, ja. Honda. Und Mazda. Mazda, ja, aber Honda ist gut. Honda. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur das Akronym ist oder ob die wirklich mal so schlecht waren, weil
Mhm. Das Akronym für Honda in Deutsch ist heute ohne nennenswerte Defekte angekommen. Das ist ja voll gemein. Ja. Von dem Gespräch, was wir jetzt hier haben, kann man schon sehr raushören, dass ihr auch eure Autos nicht danach aussucht, was die jetzt hier irgendwie für einen Markenwert haben oder wie cool das aussieht oder keine Ahnung, wie schnell das ist, sondern mehr danach, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis zu Komfort und Sicherheit ist, oder? Genau. Also mein erstes Auto war ein Käfer. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Okay. Das war ein super Auto, mhm, bis der TÜV mich geschieden hat. Und ihr habt auch bisher immer nur dann Autos neu gekauft, wenn das alte wirklich krepiert ist. Nein, als ich die Autos über die Firma, mhm, was mich natürlich auch Geld gekostet hat, dann hast du immer ein Auto 3 Jahre lang sozusagen geleast, mhm, über die Firma mit entsprechenden Vergünstigungen. Die Vergünstigung war vor allem, dass ich kostenlos tanken konnte, solange ich in Deutschland rumgefahren schön bin. Wurde bezahlt. Mhm. Und du hast ja alle 3 Jahre Neues bekommen. Mhm. Das war natürlich, du hast halt immer für moderates Geld immer ein neues Auto gefahren. Mhm. Und musstest dich quasi auch um nichts kümmern. Das heißt, da waren die Winterreifen dabei, da waren die Inspektionen dabei, ja, und so weiter und so fort. Du hast nur deinen monatlichen Obolus abdrücken müssen. Aber da war es dann trotzdem ein großer Unterschied, ob du jetzt eben ein was auch immer Opel fährst oder ein Porsche. Ja. Absolut, ja. Okay. Also bei uns in der Firma, für die normalen Angestellten wie mich, war es so, es gab eine Obergrenze, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die lag. Das heißt, da bist du einfach in diesem breiten Spektrum mitgeschwommen. Hm. Also was die Kosten und die Bezahlung von dem Teil und so weiter anging, wenn du dann meintest, du brauchst einen Porsche, ja, dann lag das über dieser Grenze, dann hast du mehr selber zahlen müssen. Mhm. Okay. Ja. Und das wolltest du nicht? Nö. Nein. Also für mich ist das im Normalfall nicht wert. Also wir sind keine Marken. Also ich bin weder Markenfetischist, ja, noch lege ich Wert, dass jemand sagt, oh, der fährt ein Mercedes oder ein Porsche. Ja. Nein, das ist mir total egal. Für mich sind 2 Dinge wichtig. Ich muss das Auto bezahlen können, also wenn ich es kaufe oder besorge. Und es sollte möglichst reparaturfreundlich sein. Also am besten gar keine Reparaturen. Mhm. Alles andere ist mir an einem Auto eigentlich egal. Farbe, Aussehen, Länge, Breite, Höhe, egal. Sicher muss es auch sein. Halbwegs sicher sollte es sein. Wenn du also auf der Autobahn mit einem nicht ganz so schnellen Auto fährst und auf einer zweispurigen Autobahn, dann hast du im Normalfall rechts die LKWs und links den anderen Verkehr. Mhm. Und es war schon so, dass wenn du dann mit 130, und oft bin ich nicht wirklich viel schneller gefahren, aber die LKWs fahren ja auch nur in Anführungszeichen 80 oder 100, dann überholt hast und die Autobahn halbwegs leer war, dann hast du schon von hinten mal die schnellen Fahrer gesehen, die dann mit viel Lichthupe da ankamen und gemeint haben, sie müssen sich jetzt wegscheuchen. Mhm. Da stelle ich aber dann meinen Spiegel auf blind und gucke auch nicht mehr in die Außenspiegel, dann fahre ich nur noch mein Tempo. Dann kann der da hinten rumtoben, wie er will. Und da muss ich sagen, das waren also vor 15 Jahren, extrem, waren es häufig Audi-Fahrer. Ja, und okay, es waren weniger die Mercedes-Fahrer. Hier und da war es dann auch ein BMW-Fahrer, aber ich habe das Gefühl BMW gehabt. Auch. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das waren vor allem die Audi-Fahrer. Mhm. Ja, so. Ist aber so in den letzten 5 Jahren viel, viel weniger geworden. Ja. Also dieses schnelle durch die Gegend rasen und Leute wegscheuchen, das ist mir dann so häufig nicht mehr aufgefallen. Ja. Okay. Also ich bin ja schon immer, ich liebe ja Audis. Also viel mehr als BMWs oder Mercedes oder sowas. Mhm. Und ich war immer der Meinung, dass doch durchaus so die jüngeren Leute so, keine Ahnung, Geschäftsleute oder also irgendwie so selber Business machen, das sind so die Audi-Fahrer. Ja, aber auch BMW und auch Mercedes. Ja, ich glaube, bei Mercedes ist es nicht ganz so, weil die haben ihre Modellpalette einfach, glaube ich, nicht den jüngeren Publikum. Genau, ja. Ja, das ist mehr für ältere Herrschaften,
die auf Mercedes schwören. Ich mag zum Beispiel Mercedes gar nicht. Diese hässliche beige Farbe. Ja, und genau, schaut dadurch irgendwie noch viel schrecklicher aus. Das stimmt. Die Autos. Ja, das stimmt. Kann ich jetzt nicht sagen, weil. Nicht sexy. Ich habe mich jetzt auf. Um die Modellpalette von Mercedes nicht wirklich gekümmert. Nee. Aber sag ich mal, so ein SLK oder sowas ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn du so eine A-Klasse dagegen stellst. Eine A-Klasse ist einfach irgendwie so auch so eine Familienkutsche. Ja. Ja. Nee, also ich finde Teslas toll zum Beispiel. Wirklich? Ja. Ich war ein großer Fan von Teslas, als die rauskamen. Und mittlerweile finde ich, die schauen einfach echt nicht mehr modern aus. Das stimmt. Mittlerweile so veraltet irgendwie das Design. So schaut aus wie so ein Spielzeugauto hier. Ja. Unecht. Stimmt. Das stimmt. Aus Plastik. Inzwischen ja. Die haben die neuesten Autos, die sehen richtig toll aus. Mhm. Ja, so richtig stylisch. Ich finde auch die neuen Toyota, also zum Beispiel die Prius, die ja wirklich nicht schön waren, die alten Modelle, aber alle gefahren sind, weil sie wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Sicherheit und auch von, dass es eben so ein Hybrid war und sowas, dass alle gefahren sind. Die neuen Prius schauen echt gut aus. Ich weiß es gar nicht. Muss mal gucken. Also, vielleicht gibt es die noch gar nicht so in Deutschland so viel. Weiß ich nicht. Wenn Japan mittlerweile viele neue Prius sind. Also, wie gesagt, ein Auto für mich muss günstig sein im Kauf und in der Unterhaltung. Dann ist es für mich ein gutes Auto. Es ist ein Fortbewegungsmittel und kein Angebeautomittel. Doch! Für uns! Für uns! Und wenn es dann noch in der Stadt in eine Parklücke passt. Doch, ja, der Meinung bin ich allerdings auch. Also, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Weil mit dem Porsche, das ist sein einziger. Ach, das Tolle am Porsche ist, dass es so eine 360-Grad-Kamera hat. Ja. Da kann man ganz, ganz toll sehen, wo man anecken könnte und wie das alles ausschaut. Und auch damit kann ich einparken. Aber die Parklücken in Japan, also auch in den Parkhäusern und sowas, die sind dermaßen eng. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann auf diese Millimeterarbeit nicht einparken. Das sind für Nissan aus dem Baujahr 86 gemacht worden. Ja, genau. Die und die Autos, die sind ja immer größer geworden. Ja, SUVs und so Sachen. Und das ist überall so. Ja. Du kriegst keine Parkplätze oder wenn du sie kriegst, sind sie viel zu eng. Ich finde auch, dass für SUVs ein ganzes Stockwerk in so einem Parkhaus reserviert wird und neu gezeichnet wird und die auch mehr bezahlen. In Japan gibt es ja diese Kastenwägen, diese viereckigen. Ja, gibt es bei uns ja auch als Lieferwagen oft. Nee, in diese kleinen, persönlichen. Also die. Und die haben unglaublich viele Vorteile. Unter anderem gibt es die Parkplätze in Parkhäusern, die quasi zu klein sind für normale Autos. Die werden dann extra ausgeschrieben als für K-Autos. Und das andere Tolle ist, dass die große Steuervorteile nach sich ziehen. Das heißt, du zahlst im Allgemeinen weniger Steuern auf die Autos. Und auch in Japan sind ja die Autobahnen, musst du ja zahlen. Mhm. Und diese Autos sind günstiger auf der Autobahn. Aha. Genau, weil sie machen ja auch weniger Schaden auf der Autobahn, weil sie kleiner und leichter sind. Und, ja. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, abgesehen, dass sie wirklich keine Knautschzone haben und du nicht tot bist, wenn du damit einen Unfall hast. Okay. Was auch der Grund ist, warum die angeblich in Deutschland nicht verkauft werden dürfen. Aha. Aber das Tolle ist wirklich, dass die halt, du hast viel Platz nach oben zum Sitzen. Die sind sehr bequem, sehr einfach zu umschauen, weil sie einfach auch keine lange Knautschzone haben, weil, wie gesagt, du stirbst. Aber Daihatsu hat doch genau solche Autos, wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe. Die haben so kleine Autos. Aber die werden in Deutschland auch verkauft? Ja. Ja, aber sie sind nicht so oft unterwegs. Nein, das nicht. Ja. Also es gibt sie nicht viel. Genau. Ja. Ja, weil Deutsche legen sehr viel Wert auf teure, gute Markenautos, meistens SUVs. Ja. Sie können sich scheinbar leisten. Ja, auch in Japan ist das so. Ja. Also das Schlimmste ist der Geländewagen von Mercedes, dieses uralte... D450 oder genau, sowas. Diese. Ja. Die sind sowas von hoch, da musst du Klettern anfangen. Weil das andere, was es halt sonst so gibt, sind ja so Jeeps und sowas. Ja. Aber das ist ja nichts. Keine deutschen Marken. Nein. Und die in Japan gibt es so ein paar Toyota-Autos, die das auch können, so Offroad. Und,
Aber bei deutschen Autos, also weder Audi noch BMW, haben irgendwie solche Autos, oder? Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht. Unterschiedlichen japanischen Marken haltet. Ich finde die alle nicht schlecht. Also zu mir passen. Also ich sag mal, so vom fährt der Mazda. Ja, schon lange und immer. Ja, genau. Also auch sehr, sehr zuverlässig, sehr zufrieden. Mhm. Wäre auch ein Auto, aber ich habe keinen Händler in der Nähe. Aber ich glaube, wenn du so ein deutsches Auto im Ausland, also in einer Auslandsvertretung kaufst, dann legt die Auslandsvertretung da nochmal mehr Wert drauf, gut dazustehen, als man wegen Händler in Deutschland. Ja, haben wir schon vieles gehört, ja. Dass das in Deutschland teilweise schon unverschämt ist, was die mit ihren Kunden machen. Also ich habe über Mercedes zum Beispiel, da war jemand, der hatte, glaube ich, ein Rostproblem. Mhm. Und jetzt ist Rostproblem kein Problem, was durch den Kunden eigentlich verursacht ist, verkauft. Und euch dann so quer zu stellen und zu sagen, nein, das ist nicht unser Problem, Garantiezeit vorbei, dann sage ich, nein, das ist ein Auto, was ich einfach nicht mehr kaufe. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, wenn ich so mies behandelt werde. Ja. Da ist halt der Service in Japan immer besser. Ja, ja, ich glaub, egal, ob das ein japanisches oder ein deutsches ich Auto ist. Auch. Ich glaube, das macht es wirklich aus, dass es vom Land abhängig ist, wie die Services sind. Mhm. ということで、この動画はここで終わりにします。今日はどっちかというと、両親の車の経験とかそういった話をしたんですけど、追加で何か質問があればぜひコメントで聞いてくださいね。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。バイ。